Hi, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Wir sind in den Alkali-Hügelgräbern gelandet, hier in Mirage. Und müssen gucken, ob König oder Großfürst oder wie auch immer Xerxes noch da ist. Ob sein Grab unberührt ist. Guck mal, ich habe eine Oase gefunden. Voll winzig. Jetzt weiß ich wenigstens, wie das aussieht. Todesgeier. Ach, prima. Wenn ich die nochmal besiegen muss, dann habe ich ja die andere Quest trotzdem erledigt. Aber, wie gesagt, ich bekomme dafür nichts. Also kann ich... Die kann ich mir... Oh. Echt sparen. Dünenkäfer. Aber wir müssen jetzt die Hügelgräber untersuchen. You spot a lone undead soldier standing atop one of the dunes. Perhaps she knows whether the dark genie and overlord Xerxes have returned. Xerxes? Das hört sich lustig an, oder? Can you believe this? Birds, bones and undead soldiers bumbling about. It's like some kind of joke, but no, it's real. Xerxes is back. And get this. He expects us to help him conquer Mirage all over again. No, thanks. I served in his army in life. In death, I deserve a break. Well, my squad marched off, so I just deserted. But why are you here? Irkala is back as well? Figures. It'll be just like old times with those two. Look, you want to know more about what's happening? I'll help an old soldier out, and I'll help you get to the bottom of this. When I deserted my squad and made a run for it, these gulches swooped down and took my insignia. Get my insignia back, and we'll talk. Paar Geierchen besiegen. Gut. Machen wir doch. So, dann ist das jetzt nur normaler Straßenkampf. Dann können wir nochmal nach Kommentaren gucken. Jetzt gleich. Ja. was machen wir denn jetzt hier? Den? I am Cryptic schreibt, denkt ihr, Wizard 101 wird irgendwann mal komplett free to play? Oder zumindest, dass man die Story komplett free spielen kann? Kurze Antwort, nein. Wird nicht geschehen. Das wird nicht so sein. Till, du müsstest nur einmal was sagen und alle würden dich durch Darkmoor 3 ziehen zum Farmen. Es wollen doch immer alle mit dir spielen. Das ist so wie mit dem Wasserwerk damals, ne? Chaos macht das Wasserwerk, macht das Wasserwerk. Ich habe mich konsequent dagegen gewehrt. Und ich habe es ja trotzdem geschafft. Jetzt sagen alle immer, macht Darkmoor 3, macht Darkmoor 3. Solange es noch halbwegs geht, mache ich es nicht. Und es geht ja halbwegs. Oder? Ist doch alles cool. Es ist natürlich ein bisschen schwerer zwischendurch. Und wenn es wirklich gar nicht mehr geht, ich nur noch verkacke, ja, dann muss ich es wohl oder übel machen. Aber ich versuche das echt, solange es geht, hinauszuzögern. Weil ich da keinen Bock drauf habe. Keinen Bock, mich damit zu befassen. Dinge, die ich bereits gemacht habe, nochmal und nochmal und nochmal und nochmal zu machen. Und bei meinem Glück mache ich das dann 5-mal oder so. Und bekomme immer noch nicht die richtige Ausrüstung. Und das möchte ich einfach nicht.
Ich hoffe, der ein oder andere kann mich verstehen. Bin doch jetzt die letzten Male immer gut hier vorangekommen. Also was soll's. Natürlich kommen auch wieder schwierige Zeiten, aber da kommen wir schon irgendwie durch. So. Jetzt ist der Kampf fast beendet. Und deswegen war es das jetzt auch schon wieder erstmal mit den Kommentaren. Sieg! Sprich mit Sairi. Das war auch echt leicht, oder? There it is. Thank you. You lie in a sarcophagus with something in your pocket for so many centuries. It feels like a part of you. Just one more favor I must ask, and then I'll help you. There was once a colossus here, a giant statue, a tribute to some forgotten king. As a mockery, Overlord Xerxes tore down the statue and built his barrows here. Rank-and-file soldiers like me were buried under the arm. We were resurrected, and like I said, my squad was deployed, but I stayed behind. I don't want any part of this. I just want to go back into the barracks barrow and return to my rest. But the barracks guardian won't let me. Go into the barracks barrow, convince the barracks guardian to let me back in, and I'll help you figure out what's going on here. Okay, ich muss also einen Endgegnerkampf machen. Oh, geht auch hier direkt schon so los. Da muss ich mal gerade ein Böppelchen nehmen. Na, gucken wir mal, wer mich hier drin erwartet. What are you doing back here? You've been re-enlisted. Oh. You're no dervish, you're a trespasser. I'll make this your tomb too, trespasser. Das sind zwei normale Gegner. Boah, ich mach mal noch einen Schutzwall rein. Aber das sind zwei Straßengegner. Na gut, okay. Ich hinterfrage das nicht weiter. Wer weiß, was wieder auf mich zukommt, ne? Weil der hat natürlich mit 4.622 eine ganze Menge Lebenspunkte. Das muss man auch mal sagen. Wenn er natürlich hier so ein, wie soll ich sagen, einen, Mythos-Begleiter dabei hat. Der mit Erdbeben meine Klingen wegmacht. Dann ist das blöd. Aber da kriegen wir es anders hin. Mann, oh Mann, oh Mann. Wie viele Folgen sind das jetzt hier? 1300? Ich bin schon in den 70ern, ne? fast 1380 Folgen. Freak. Oder? Nicht schlecht. Eins, zwei. Ich brauche noch eine Klinge. Weil er mit seinen über 4000 Lebenspunkten könnte sonst knapp werden. Aber wirklich spannend ist es jetzt nicht, ne?
Ach ja, Leute. Da sind wir ein Mirage und kämpfen vor uns hin. Aber es ist trotzdem ein bisschen befremdlich. Und das muss ich auch sagen, woran es liegt. Es ist durch die fehlende deutsche Synchronisation. Seit Jahr und Tag spiele ich dieses Spiel jetzt. Und jetzt fehlt hier die deutsche Synchro plötzlich. Das ist dermaßen ein Stilbruch in diesem Spiel. Es ist wirklich seltsam. Ganz, ganz seltsam ist das. Dadurch fühlt sich das Spiel plötzlich ein klitzekleines bisschen fremder an, als wir es eigentlich gewohnt waren, all die ganzen Jahre. Ein klitzeklein bisschen. Es ist schade. Also so eine plötzlich fehlende deutsche Synchro, das macht schon einiges aus. This is about Siri. I knew she was a deserter. The punishment for desertion is death. So, fine. I'll let her return to her sarcophagus. Er hat einen schönen britischen Akzent. Auch gut. Die englische Synchro ist aber tatsächlich schöner als die deutsche. Wobei es auch gute deutsche Sprecher gab. Aber es gab auch einige sehr schlechte deutsche Sprecher, muss ich schon sagen. Die waren nicht gut im Synchronisieren. Did it work? You convinced him to let me return to the barrel? Perfect. Thank you. These old bones deserve a rest, and permanently this time. All right, you helped me out, so it's my turn. Many dervish soldiers have marched out, but Overlord Xerxes is still up in the necropolis. If you want to confront Xerxes and stop him before he causes any real harm, there's something right here in the barrows that can help. You see the base of the broken statue? That's an old crypt that predates the Persian Empire. Something in there was a threat to Xerxes. An artifact, maybe? I'm not sure. Read the inscription on the base to unseal the crypt, and then go inside and search. I wish I could do more for you, but frankly, I'm just not supposed to be on this side of the sand. All I can say is thanks, meow, and good luck. Weg ist sie. Bettet sich zur ewigen Ruhe. Und hier befindet sich jetzt also irgendetwas, was für den Xerxes gefährlich ist. Oh, guck mal, da gibt's eine Quest. Why, hello there. I was just wishing to myself that a battle-tested wizard looking for an adventure would... I am Yusuf, an academic from the Academy of Gondishapur in Agrabah. I've come here to collect dune buggy specimens. But collecting those specimens has proven quite the ordeal. Perhaps I could impose upon your bravery and might to collect dune buggies for me? Yes? I wish I'd wished for you sooner. Just try not to damage the specimens. I'd prefer them alive and as well as possible. Gibt's nur Gold für? Mach ich nicht. Da mach ich doch lieber hier so eine Silbertruhe auf. Ja! Das Britzel-Schloss-Rätsel in Mirage. Habe ich das eigentlich in Mirage schon gemacht? Hier ist es ja endlich. Gut. Lies die steinerne Inschrift. Centuries of sunlight and desert winds have obscured the inscription, but you can still make out the name Mandius and some kind of quote. The quote reads, I am King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. When you read the words aloud, the crypt is unsealed. Geschändete Krypta. Though it was once a grand mausoleum, the crypt has been heavily defiled. The sarcophagi have been opened, and bones are strewn about.
If there was anything of value in here, it seems unlikely that it would remain. You should still look around, just in case. Sieht aber spooky aus, oder? Das sieht richtig spooky aus. Cool. Da bin ich immer gespannt. Macht's gut, bis morgen und dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ciao!